So, und jetzt können wir, wie viel hast du? 30, könnte es auf 34 kommen. Und du hast noch 27, du brauchst auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Und Gallios hat 27. Dann können wir auch bis Gallios durchskippen. So. Ja, willkommen in der neuen Folge. Die hat ja schon vor einer halben Minute angefangen. Ich habe mal wieder durch den spannenden Kampf die Uhr vergessen, habe sie jetzt aber wieder neu gestartet. Und dann ist das jetzt schon die dritte Folge des Bosskampfes. Die voll und es wird auch direkt jetzt den Overkill geben. Da bin ich sehr zuversichtlich. Gehe auf Nummer sicher. Ich mache erstmal. Irgendwas um den Break-Level. Oder ne, erstmal die Attributswerte noch runter. Howling Storm. Insane Star Slash. Skies und. Gatling Spike und Glam Flare. Die Ice Needle oder die Double Needle, muss ich mal eben gucken. Ist das jetzt. Ja, was ist das für ein Magiebereich? Ist es auch Wasser oder ist das. Obwohl, das spielt, glaube ich, keine Rolle, weil wenn er schon tot ist, hat er auch seine Resistenz nicht mehr. Also. Wir versuchen es einfach mal jetzt. Hier einfach ein Double Needle. Langer Rede, kurzer Sinn. Impuls und. Ach genau, ein Steel könnte ich hier mal probieren. Ich weiß nicht, ob diese Monster tolle Sachen haben. Aber man kann es ja mal drauf ankommen lassen. Und dann machen wir noch Power Attack Double Edge, irgendwas, was ordentlich Schaden macht. Nicht, dass er hier noch mit 10 Punkten zu wenig überlebt oder was weiß ich. Und wir sind dann, glaube ich, auch aus der Reichweite von diesem Eiselement da. Das heißt, Eugene wird nicht sterben. Gut. Wir achten mal Schaden sind für Eugene okay. Yummy. Ja, schon durch den Break-Status macht Mimel schon mehr Schaden. Und er hat vorhin auch 1000 gemacht und jetzt ist der Vogel im Break-Status, jetzt macht er 1500. Das hat er schon verspielt. Niedlicher Impuls, ja. Ja, super. Ein Platinum-Ohr und ein Int-Up. Ist doch nicht schlecht. Gestohlen haben wir leider nichts. Dann bleibt noch das Elementarwesen. Da muss ich jetzt aber ein bisschen aufpassen. Nicht, dass mir dann noch einer wegstirbt.
Okay. Ja, dann ist okay. Ja. Klau mir nur meine Fragment of Life. Achso, haben wir übrigens genügend SP? Ja, alles klar. Denn ohne SP kriegen wir das nicht kaputt, das, diesen Geist. Da kommen wir mal so rum, jetzt auf jeden Fall immer platt. Kann eigentlich nichts mehr passieren. Dann haben wir noch ein paar Hits. Ja, so rum. Ja, sind weniger Hits als gegen den Vogel, glaube ich. Und ein Eiselement gestohlen. Ja, man hätte jetzt auch sagen können, man schenkt sich den Overkill gegen den Vogel. Und wenn man eine Runde eher fertig gewesen, hätte vielleicht nicht 130% Erfahrungspunkte bekommen, sondern 150% oder so. Also hätte man vielleicht 200 EP mehr bekommen. Aber ich bin halt so ein Typ, ich mache halt gerne diesen Overkill, um mir das Item abzugreifen. Wusste jetzt nicht, was es ist. Das Int-Up ist jetzt nicht so was ganz Berühmtes, sind 7500 Gold, aber die reichsten Leute sind wir auch noch nicht. Und spätere Bossgegner haben halt auch richtig geile Items, mit denen wir uns ausrüsten können. Setzen wir noch ein bisschen auf Angriff. Nur für ihn nicht. Und du brauchst Indoor 2 Level ist aufgestiegen, ja. Ja. Glück oder Int? Agi? Wir machen noch ein bisschen Int. しかもコンフィネボルネは山脈から遠い。ここまで入り込むのは相当難しいと思うんだが。どっかの戦線が崩れたとかじゃないよな。
Ja, wir wundern uns gerade, wo diese komischen Kreaturen, dieser Vogel und die Elementarwesen herkamen, weil die nicht in dieser Gegend beheimatet sind. Und Gallius hat jetzt nochmal geguckt, ob oder versucht zu spüren, ob in der Gegend noch ähnliche Viecher sind. Das ist aber nicht der Fall. Ja, Mimel spürt auch nichts, also brechen wir auf, zurück zur Stadt und versuchen da an neue Informationen zu kommen. Gut, wir brauchen noch zwei Sachen, um den Gegenstand herzustellen zu können. Einmal Meteorerz und eine Tsui-Schuppe. Und die finden wir in den Trümmerruinen und im Lacryma-Basin, also im Lacryma-Becken. トリュマ遺跡でしたら心当たりが。しかしもう一、アーシエから北にあるエルフの巣の方に、そこを越えた先にある渓谷。あ、それ知ってる。ラルムホル渓谷のことだ。その一番奥の滝壺の一般的じゃない方の名前。 Okay, gehen wir also zuerst zum Larmful Canyon. Und dahinter ist dann irgendwie ein Wasserfall und also erstmal ein Elfendorf, Wasserfall und da ist dann dieses komische Becken. なんだ。水の片鱗でしょ。多分僕たちじゃ取れないよ。それはどういうことなの？そのまんまの意味。ただ行っただけじゃ取れないし、見つけられもしないんじゃないかな。水の片鱗って最初方法が独特で、それはレムロリアンしか知らないんだよ。 Ja, und wie es aussieht, brauchen wir dann noch die Hilfe von diesen Remlorient, irgend so einem Völkchen, das als einzige die Fähigkeit hat, die Schuppe von so einem Tsui zu sammeln. Wir selbst vermögen das wohl nicht. Ja, zum Glück wohnt in der Nähe von Tetoras Dorf ein Baumhirte und der hat wohl die Möglichkeit, uns diesem Volk Remlorient vorzustellen. あとは僕がいっぱいごちそうになってるお礼も兼ねて。ああ、それはありがたいね。ついでに我が隊の遠距離係数を減らしてくれれば、本当いうことないんだけど。いや、何でも。ではお願いしたい。君の故郷は Alles klar, und ob die Heimatstadt von Tetora weit weg ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis gleich!